Willst entspannen, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Der Club der toten Schriftsteller. Ein weiteres Abenteuer unseres Engländers. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Wir befinden uns im Hyatt Regency Hotel in der Northumberland Road in London City. Ein Treffen von Kriminalschriftstellern. Paul ist mittendrin und er hat auch gleich eine Rede zu halten. Also, die Wirklichkeit ist oft viel bizarrer als unsere Fantasie. Das erleben wir täglich. Denken Sie nur an die abwegigen Verbrechen, über die unsere Zeitungen seitenweise berichten. Aber die Figuren, die wir in unseren Romanen erfinden, müssen glaubhaft sein für unsere Leser. Und darin, meine Damen und Herren, besteht die Kunst unseres Handwerks. Er ist ein glänzender Schriftsteller. Ich glaube, Mr. Temple hat recht. Ein Kriminalschriftsteller muss... Entschuldigen Sie mich bitte. Paul, deine Rede war großartig, ausgezeichnet. Danke, Andrew. Das muss begossen werden. Das tun wir, einverstanden. Entschuldigen Sie. Danke. Was trinkst du? Scotch mit Soda. Ja, ja. Und eine Karaffe Wasser. Hm. Es war sehr richtig, was du vorhin da gesagt hast. Wir Kriminalschriftsteller werden ja von den anderen leider nie für ganz voll genommen. Aber dafür stoßen sich die Verleger an uns gesund. Ja, ja, das mag bei dir der Fall sein. Wieso? Du kannst dich doch sicher nicht beklagen. Naja, in letzter Zeit ist es nicht mehr so toll. So, das reicht. Danke. Komm, wir setzen uns drüben an das Tischchen. Meine Sachen sind nicht mehr gefragt. Medizinische Thriller verkaufen sich schlecht. Die Zeiten ändern sich und der Geschmack ebenfalls. Ein Glück, dass ich meine Praxis nicht aufgegeben habe. Weißt du, Krankheiten bleiben immer modern. Das Geschäft floriert also. Großartig. Die Leute versuchen immer zu sterben. Ja, aber du lässt sie nicht. Damit das Beerdigungsinstitut das Geld einstreicht? Das ist nicht drin. Mr. Temple? Ja? Ich bin Christine Wiener. Ja, freut mich, Christine Wiener. Das ist unser Vorsitzender, Dr. Grant. Guten Leider Tag. Hatte ich noch nicht das Vergnügen. Ich bin Ihre größte Verehrerin. Das höre ich gern. Ich habe alle Ihre Bücher gelesen. Sie sind bei uns in Deutschland sehr beliebt. Das ist für mich das Stichwort, mich mit Haltung zurückzuziehen. Auf Wiedersehen, gnädiges Fräulein. Wiedersehen. Bis später, Andrew. Tja, bitte setzen wir uns. Vielen Dank, Mr. Temple. Ist Ihre Frau nicht hier? Nein, leider nicht. Sie ist in London und arbeitet. Ach, sie ist Malerin, nicht? Ich habe sehr viel über Sie gelesen. Sie lieben Ihre Frau, nicht? Ja, ich denke schon. Ich habe einen Freund. So? Er ist hier auf der Konferenz und macht Fotos für eine Illustrierte in München. Er ist sehr talentiert. Wir leben zusammen. Heutzutage ist Heiraten nicht mehr so modern. Wirklich? Sie meinen, ich bin zu jung, um mir darüber ein Urteil zu erlauben? Nein, ein Standpunkt, den ich akzeptiere. Das habe ich schon oft von älteren Leuten gehört. Christel, wir erkennen deinen Standpunkt an, aber... Miss Wiener, ich weiß, die junge Generation von heute zählt einen Mann über 30 bereits zum alten Eisen. Ich finde, Sie haben noch keinen Rost angesetzt. Danke. Mr. Temple, ich habe eine große Bitte an Sie. Eine Bitte? Was kann ich für Sie tun? Mein erster Roman ist vor kurzem erschienen. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ich Ihnen ein Exemplar schenken dürfte. Bitte sagen Sie mir über das Buch offen Ihre Meinung. Ach, ich bitte Sie, Miss Wiener. Haben Sie einen Kugelschreiber? Wie bitte? Ja, selbstverständlich. Darf ich Paul zu Ihnen sagen? Ja, natürlich gern. Meine Freunde nennen mich Christel. Eine kleine Widmung meinem lieben Paul, dem Altmeister des Kriminalromans. Damit Sie mich nicht vergessen. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Cumberland Road, Knightsbridge. Zu Hause bei Paul und Stephen. Bei einem gemütlichen Pink Gin plaudert Paul über die Ereignisse des Abends. Grant. Ja, Stiefelchen, der große, bärtige alte Schotte, den wir in Montreux kennengelernt haben. Er ist Vorsitzender der Konferenz. Nur einmal im Jahr steigt der bärtige Kelte von seinem Thron und mischt sich unter uns Angelsachsen. Du bist so aufgekratzt. Bist du eigentlich allein? Selbstverständlich bin ich allein. Mit Ausnahme der drei Bauchtänzerinnen. Ach ja, richtig. Heute Morgen war ich mit einer üppigen Blondine zusammen, aber für die war ich leider schon etwas zu betagt. Mach dir nichts daraus. Bauchtänzerinnen fragen nicht danach, wie alt ihr Pascha ist. Tja, wenn er nur ein guter Pascha ist. Mhm. Salam alaikum. Stiefelchen. Mr. Temple? Ja?
Mein Name ist Gerdmann, Rudi Gerdmann. Ich bin ein Freund von Christine Wiener. Ach ja, kommen Sie rein. Darf ich Ihnen einen Whisky anbieten? Nein, vielen Dank. Christine möchte, dass Sie ihr das Buch wieder zurückgeben. Aber sie hat es mir doch geschenkt, mit Widmung. Ja, aber sie hat sich sicher geirrt. Es war ihr einziges Exemplar. Das hat sie doch gewusst. Nein, das hat sie nicht gewusst, Mr. Temple. Sie hat fest geglaubt, dass ich noch ein Exemplar besitze. Und das war ein Irrtum. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn Sie nicht mit mir trinken wollen, trinke ich eben allein. Setzen Sie sich. Also, wollen Sie es sofort mitnehmen oder darf ich es vorher noch lesen? Sie braucht es gleich. Jetzt sofort? Ja. Warum hat sie es nicht selbst geholt? Weil sie sich schämt. Es war ihr peinlich, ein Geschenk zurückzuverlangen. Ah ja, natürlich. Wollen Sie wirklich keinen Whisky? Danke, nein. Bitte geben Sie mir jetzt das Buch. Ja, das Buch. Ja. Wissen Sie, Rudi, das Dumme ist, ich habe zu viel Kriminalromane geschrieben. Und wenn man dann eine Geschichte hört, wie Sie sie mir auftischen, dann regt das ungeheuer die Fantasie an. Ich versichere Ihnen, ich... Ihre Geschichte klingt absolut plausibel. Und eigentlich gibt es keinen Grund, warum ich Sie bezweifeln sollte. Und trotzdem tue ich es. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie beleidigen mich, Mr. Temple. Möglich. Ich könnte natürlich Christel fragen, ob ich das Buch bis morgen behalten darf. Soll ich Sie anrufen? Nein. Das habe ich mir gedacht. Ich appelliere an Ihre Großzügigkeit, Mr. Temple. Mit Speck fängt man Mäuse, Rudi. Aber so bekommen Sie mich nicht weich. :21, London, Soho. Was ist, Rudi? Wo ist es? Meine Freundin hat es verschenkt. Wirklich? An wen? Paul Temple. Er ist hier auf der Schriftstellertagung. Hast du deiner lieben Freundin nicht gesagt, wie wertvoll es ist? Sie hat keine Ahnung, Mr. Gianni. Sie glaubt, es ist ein gewöhnliches Buch. Ein Buch? Du hast es in einem Buch getan? Ich muss sagen, du hast sehr viel Fantasie. Ein Schriftsteller besitzt es also. Jetzt streng deine Fantasie an. Du musst es ihm wieder abjagen. Los! Temple weigert sich, es wieder rauszurücken. Er hat es auf einer Bank deponiert. Was? Ich bin ihm vom Hotel aus zur Bank gefolgt. Ich hätte es ihm abgenommen, wenn ihr Gorilla mich nicht hierher gebracht hätte. Eine Bank? Auf dich ist kein Verlass, Rudi. War interessant. Also bis morgen Abend dann. Wollen wir nicht noch einen trinken? Danke, ich habe leider keine Zeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, Paul. Hast du neue Impulse bekommen? Ja, aber nicht so, wie du meinst, mein Lieber. Ich bin leider etwas abgelenkt worden. Von jetzt an werde ich mich bemühen, wieder auf dem Laufenden zu sein. Ich würde mich freuen, wenn du heute zum Dinner zu mir kämst. Dann können wir uns in aller Ruhe über die Tagung unterhalten. Darf ich Sie ebenfalls bitten, Miss Wiener? Mit Ihrem jungen Freund habe ich schon gesprochen, er wird auch kommen. Danke. Lange möchte ich allerdings nicht bleiben, Andrew. Ich habe gestern Nacht sehr wenig geschlafen. Da habe ich genau das richtige Rezept für dich. Es ist 12 Jahre alt. Aha. Wenn ihr ja ausgetrunken habt, treffen wir uns unten bei meinem In Wagen. In 2 Minuten. Bis gleich. Sie haben schlecht geschlafen? Vielleicht, weil Sie Ihre Frau vermissen? Ich war nicht allein. Ich hatte Besuch heute Nacht. Und wenn ich Ihnen sage, von wem, würden Sie staunen. Ja, vergangene Nacht hatte ich Besuch von Ihrem reizenden jungen Freund. Von Rudi? Er war bei Ihnen? 2 Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas aufregend ist, mit ihm befreundet zu sein. Ja, das stimmt. Er ist sehr impulsiv. Ich liebe ihn. Was wollte er von Ihnen? Er wollte das Buch wiederhaben. Tut mir leid, aber davon habe ich nichts gewusst. Warum will er es unbedingt zurückhaben? Keine Ahnung. Ich verstehe die ganze Aufregung überhaupt nicht. Dann darf ich es also behalten. Ja, natürlich. Ich habe es ihm doch geschenkt. Wie lange kennen Sie Rudi schon? Nicht lange, erst seit ein paar Monaten. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen verreisen. In München ist er sehr ausgelassen, sehr lustig.
Hier in Edinburgh ist er so bedrückt. Vielleicht ist das meine Schuld. Ich glaube, ich sollte mich mal mit Rudi unterhalten. Heute Abend ist wahrscheinlich keine Gelegenheit dazu. Vielleicht können Sie ihn überreden, dass er morgen in mein Hotel kommt. Ich werde es versuchen. Hier auf dieser Galerie haben früher die Dudelsackpfeifer gespielt. Selbstverständlich nur bei besonderen Anlässen. Wenn Sie diesen Krach den ganzen Tag hören müssten, würden Sie wahnsinnig. Da drüben ist das Familiensilber aufbewahrt. Ach was, das glaube ich nicht, Rudi. Es ist wahr. Sie werden mich töten. Okay. In was hast du dich da eingelassen? Das kann ich dir nicht sagen. Auch Mr. Temple nicht. Glaub mir, ich kann das nicht. Misch dich da nicht ein. Das ist zu gefährlich. Liebling. Es tut mir leid. Rudi, du musst mit Paul sprechen. Leider gehört mir das nicht allein. Es gehört der ganzen Familie. Ich bin lediglich der Verwalter. Bitte sehr. Sagen Sie, ich... Ah, da sind Sie ja. Sie haben die Führung durch das Haus versäumt. Rudi, was sollen denn die Scheinwerfer? Wollen Sie etwa Aufnahmen machen? Hm? Darf ich? Kommt nicht in Frage. Tun Sie Ihr Spielzeug weg und setzen Sie sich hin. Na, wie wär's mit einem Brandy? Ja, gerne, aber das kann ich ja machen. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ja. Hilf mir, Rudi. Wie ist das in New York? Haben Bitte entschuldigen Sie. Paul, du wolltest doch telefonieren. Das Telefon steht in der Halle und in meinem Arbeitszimmer ist eins. Oh, vielen Dank. Entschuldigen Sie mich bitte. Ein reizender Kerl. Moment, ich habe noch was vergessen. Paul, bitte trink keinen Brandy. Ja. Er ist fabelhaft, aber eben nur ein Brandy. Ich habe dir doch ein Mittel gegen Schlaflosigkeit versprochen. Moment, ich bring dir's. Ja, danke. Brandy, Paul? Nein, vielen Dank. Na, ist mit Rudi alles in Ordnung? Oh ja, er ist nur ein bisschen nervös. Mhm. Hier, ein herrliches Gesöff, reines Malz. Eins der wenigen Dinge, für die es sich noch zu leben lohnt. Danke, ich komme sofort gut, rüber. Gut, gut. Hallo? Hallo, hier ist Steve Temple. Hallo, hier 1193. Hallo. Entschuldigen Sie, das ging ja schnell. Es war besetzt, ich versuche es später nochmal. Wie ist das Buch von der Kleinen? Du hast es auch sicher gelesen. Ist ganz gut. Vielversprechend, würde ich sagen. Ein bisschen weit hergeholt, aber ganz geschickt geschrieben. Mhm. In dem hübschen Köpfchen scheint allerhand drin zu sein. Naja, hoffentlich wird es ein Erfolg. Das glaube ich schon. Es ist äußerst wichtig, einen guten Start zu haben. Ich musste auf meinen Erfolg zu lange warten. Als er endlich kam, war ich zu alt. Jetzt untertreib mal nicht so schamlos. Es könnte besser laufen. Du darfst nicht vergessen, ich muss dieses Anwesen unterhalten. Komm, wir schnappen ein bisschen frische Luft. Gute Idee. Die kalte, neblige Luft tut den beiden Männern gut. Ach, es ist herrlich hier. Meine Vorfahren würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen würden, wie das Haus langsam zerfällt. Um diesen wunderbaren Familienbesitz nicht verkaufen zu müssen, würde ich sogar ein Verbrechen begehen. Ich meine natürlich nur als Kriminalschriftsteller. Wie hieß dieses fantastische Buch, das du geschrieben hast? Die Reise, nicht wahr? Ja, das war ein Erfolg. Da ist es mir wirklich mal gelungen, den Geschmack des Publikums zu treffen. Hast du viel Material dafür gebraucht? Sehr viel sogar. Ich habe auch einiges von meinen medizinischen Erfahrungen in diesem Buch verwendet. Andrew, ich habe da eine Sache, bei der du mir vielleicht helfen kannst. Dürfte ich dann um deinen Rat bitten? Sicher, vielleicht entwickelt sich daraus sogar eine Story. Um was handelt es sich? Iss morgen mit mir zum Mittag, dann erzähle ich es dir. Ist es was Geheimnisvolles? Ich bin so neugierig. Es geht um ein Buch. Ja, Paul Temple? Ja, Paul, hier ist Andrew. Bleibt es bei 13:30? Ein herrlicher Tag heute. Tja, ein Wetterchen, um Götter zu zeugen. Entschuldige, Andrew. Ja, ja, um 13:30 bei mir. Bye-bye. Hallo, können Sie mich sofort mit London verbinden? 01352 1193. Danke. Sedan Share Club. Hallo? Kann ich bitte Sammy Carson sprechen? Sammy ist leider nicht hier. Wer spricht denn da? Ah, Paddy, Mr. Temple? Heute ist Mittwoch. Und mittwochs bleibt er immer im Bett liegen. In irgendeinem. Ja, ich werde es ihm ausrichten.
Sind Sie zu Hause? Nein, ich bin in Edinburgh. Ich wohne im Caledonian Hotel. Würden Sie ihm bitte sagen, es sei sehr wichtig. Danke. Haben Sie Ärger, Mr. Temple? Nein, ich habe heute nur Pech mit dem Telefonieren. McPhail, Kriminalpolizei. Ah, angenehm. Sind Sie dienstlich hier? Naja, zum Teil. Wir müssen uns ein bisschen um unsere Gäste kümmern. Bei einer so großen Tagung kommen die Leute ja aus allen Windrichtungen zusammen. Ja, haben Sie Ärger? Nein, absolut nicht. Na, sehen Sie mal. Wir wollen nur, dass unseren Gästen in unserer Stadt nichts zustößt. Oh, wie rücksichtsvoll. Mhm. Ich wünschte, ich könnte meine Übeltäter auch so schnell beim Wickel kriegen, wie Sie die Ganoven in Ihren Krimis. Ich habe in den letzten Jahren nur einen Butler verhaftet. Und der war unschuldig. Das ist ja auch nicht leicht. Man sieht ja einem Menschen nicht in der Nasenspitze an, ob er kriminell ist. Sie meinen, der Mann mit schwarzem Hut, Schnurrbart und stechendem Blick muss nicht unbedingt ein Verbrecher sein. Genau. Vielleicht ist er sogar Kriminalbeamter. Vielleicht habe ich den Fehler gemacht und bin bis jetzt dem Falschen nachgelaufen. Jedenfalls habe ich sehr viel aus Ihren Büchern gelernt. Und lerne noch. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Ja, mir eine Frau suchen helfen. Und zwar meine eigene. Hör mal zu. Dein Kanal. Mrs. Paul Temple? Ja? Ich habe Anweisung, bei Ihnen vorbeizukommen. Ich soll nachsehen, ob alles in Ordnung ist. In Ordnung? Ich verstehe nicht, warum soll es das nicht sein? Ihr Mann ist sehr in Sorge, weil er mehrmals umsonst versucht hat, Sie telefonisch zu erreichen. Oh, da bin ich ja ganz gerührt. Ihr Mann scheint Sie sehr zu lieben, Madame. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Schade, den Weg hätten Sie sich sparen können. Ach, übrigens, wenn Sie zufällig mit Edinburgh sprechen, sagen Sie meinem Mann Bescheid. Ich hätte gestern Morgen vergeblich auf seinen Anruf gewartet. Seinen verflixten Wagen zur Inspektion bringen. Ich lese wörtlich vor, Mr. Temple. Wenn Sie wollen, rufen Sie doch jetzt an, damit Sie beruhigt sind. Ja, ja, das mache ich. Recht schönen Dank, Inspektor, danke. Hallo, versuchen Sie doch bitte nochmal 01-352-1193. Danke. Ja, bitte. Kommen Sie. Paul, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Moment, setzen Sie sich. Bitte? Ja, gut, ich werde warten, danke. Es geht um Rudi. Sein Leben ist in Gefahr. Es hat irgendwas mit dem Buch zu tun. Jemand anders will es haben, nicht? Ja, man will ihn umbringen, wenn Sie es nicht bekommen. Glauben Sie, Rudi? Warum nicht? Und er sagt Ihnen nicht, was es mit dem Buch für eine Bewandtnis hat? Nein. Bitte, Paul, geben Sie es mir zurück. Glauben Sie mir, es ist mir sehr peinlich. Ich weiß, ein Geschenk kann man eigentlich nicht zurückverlangen. Beruhigen Sie sich, heute Nachmittag bringe ich es Ihnen. Können Sie es mir nicht gleich mitgeben? Nein. Ja, ist gut, vielen Dank. Ja, tut mir leid, ich habe es bei einer Bank deponiert. Bei einer Bank? Tja, glauben Sie, ich habe Lust, jede Nacht wach zu liegen, weil Ihr impulsiver Rudi versuchen wird, mir das Buch unter dem Kopfkissen wegzuklauen? Nein, da habe ich mir gedacht, ich bringe es an einen Ort, wo er nicht rankommt. Und ich kann ruhig schlafen. Nein, ich bleib am Apparat. Hallo, Paul Temple? Ach, Paddy, vielen Dank für deinen Rückruf. Bitte tu mir einen Gefallen, geh rüber in meine Wohnung und sieh nach, was mit Steve ist. Ja, ich bin schon unterwegs. Ist was passiert? Paddy, ich weiß nicht. Sieh jedenfalls mal nach. Wenn du keine Antwort kriegst, gehst du einfach rein. Wie? Was? Wie soll ich reingehen, wenn das Haus zugeschlossen ist? Paddy. Ach, Endo. Paul, komm rein. Entschuldige. Ja, Paul Temple? Ach, Paddy. Ich habe euch eingebrochen. Dein Stiefelchen ist spurlos verschwunden. Es muss jemand Fremdes in deiner Wohnung gewesen sein. Ein ziemliches Durcheinander hier. Ja, dann räum auf. Ich? Sie hat keine Nachricht hinterlassen. Soll ich die Polizei verständigen? Ist vielleicht das Beste. Ja, vielleicht ist das wirklich das... Ist gut, Paddy. Ist was nicht in Ordnung? Tja. Ja? Paul? Steve, ich habe so oft versucht, dich Paul, zu erreichen. Du musst das Buch zurückgeben. Was? Wo bist du? Das kann ich dir nicht sagen. Bitte gib es zurück. Um meinetwillen. Um deinetwillen? Wo bist du, Steve? Steve! Wer war das? Meine Frau. Nehme ich an. Nimmst du an? Sie hat mich um ihretwillen gebeten, das Buch zurückzugeben. Tust du das? Nein. Ich denke gar nicht daran. Erst muss ich rauskriegen, wer es haben will.
Paul, haben Sie das Buch? Nein, ich möchte mit Rudi sprechen. Nein, es geht Ihnen nicht gut. Tut mir leid, ich kann nicht warten. Los, aufstehen. Aufstehen, habe ich gesagt. Hören Sie mal zu. Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen. Die werden Sie mir wahrheitsgemäß beantworten. Wenn Sie versuchen, sich rauszuschwindeln, schlage ich Sie windelweich, verstanden? Paul! Was ist los mit dem Buch? Ich darf es Ihnen nicht sagen. Bitte, Paul! Vor wem haben Sie solche Angst, Rudi? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wer ist dieser Mann auf dem Bild? Ich kann nicht, ich kann nicht! Wer sind diese Leute? Sie bringen mich um, wenn Sie das Buch nicht bekommen. Sie haben meine Frau. Jetzt versucht die Bande, mich zu erpressen. Ihnen wird nichts passieren. Sie bleiben hier, bis ich zurückkomme. Gekidnappt? Wie kommen Sie darauf, dass man Ihre Frau entführt hat? Weil ich das besitze, was die haben wollen. Das Buch, das Sie im Banksafe deponiert haben. Ja, fahren Sie fort, Mr. Temple. Irgendwas ist mit dem Buch los. Haben Sie eine Ahnung, was? Ja, die Seiten sind so merkwürdig fleckig. So, wie meinen Sie das? Es sind Kristallablagerungen auf dem Papier. Wo ist das Buch jetzt? Noch auf der Bank? Ja. Ich würde es mir gern mal ansehen. In Ordnung. Ich bringe es Ihnen in 15 Minuten. Ich werde auf Sie warten. Na gut. 21 Minuten später. Sind Sie jetzt zufrieden? Danke, Mr. Temple. Sie sehen nicht unbedingt so aus, als ob Sie sich für Literatur interessieren würden. Für wie dumm halten Sie mich, Mr. Temple? Ach, ich möchte Sie nicht beleidigen, mein Herr. Wie haben Sie mich erkannt, Mr. Temple? Oh, ich weiß, unser Freund Rudi. Also, wo ist das Buch? Auf einer Bank. Und wo ist meine Frau? So, vielen Dank. Bitte sehr. Ich habe das Buch und möchte es im chemischen Labor untersuchen lassen. Einverstanden, Temple? Wir machen einen kleinen Tausch. Wann? Bald. Wo? Holen Sie das Buch und bleiben Sie im Hotel. Wir nehmen Kontakt mit Ihnen auf. Wie? Das ist unsere Sache. Und vergessen Sie nicht, die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Tag, Paul. Kein Anruf, nicht? Du siehst aus, als könntest du einen Schluck brauchen. Ja, McPhail hier. Ich habe es im Labor analysieren lassen. Es ist Lysergsäure-Diethylamid, LSD. Grob geschätzt im Wert von etwa 40.000 Pfund. Das ist ja ein Ding. Ja, das erklärt viel, Inspektor. Ja, nur nicht, wer dahinter steckt und an welchem Ort Sie Ihre Frau festhalten. Gibt es sonst irgendwas Neues? Ja, den einen habe ich getroffen. Vor etwa 10 Minuten. Danke, Enro. Inspektor, Sie müssen mir das Buch zurückgeben. Sie haben einen Tausch vorgeschlagen? Ja, bitte bringen Sie es mir so schnell wie möglich. Wir besprechen dann alles. Danke. Und Inspektor, kommen Sie allein. Ohne Wagen. Keine Polizeiwagen, keine Uniformen. Damit Sie nicht Verdacht schöpfen. Das war McPhail. Kennst du ihn? Danken, McPhail. Und ob ich ihn kenne? Er hat die Seiten des Buchs analysieren lassen. Es ist voll von LSD. Was? Ich habe schon gehört, dass man das Zeug auf diese Art schmuggelt, aber selbst habe ich das noch nie gesehen. Rauschgift. Gar kein Zweifel, das ist LSD. Man müsste es allerdings erst aus den Buchseiten lösen, um es als Rauschgift verwenden zu können. Paul, das wäre doch eine Story für mein neues Buch. Da reden wir später drüber. Ja, gut. Ich verstehe, du hast noch Verschiedenes zu besprechen. Guten Tag, Inspektor. Guten Tag. Danke für deine Hilfe, Andrew. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Das können Sie. Indem Sie schweigen, Doktor. Es darf niemand was erfahren. Danken, Sie kennen mich. Jetzt erzählen Sie mal, was Sie mit dem Kerl mit der Brille ausgemacht haben. Ich soll hierbleiben, bis Sie Kontakt mit mir aufnehmen. Telefonisch oder persönlich? Ich weiß nicht. Tja. Ich werde die Telefonleitungen des Hotels anzapfen lassen und meine Männer werden die Eingänge bewachen. Nein!
Mischen Sie sich da nicht ein. Das Leben meiner Frau ist in Gefahr. Ja, das ist mir völlig klar, Mr. Temple. Machen Sie sich keine Sorgen, wir bleiben höchstens. Keine Verhaftung, bevor ich meine Frau nicht gefunden habe. Ja, selbstverständlich. Wir werden die Burschen erstmal nur beschatten. Kann ich mich darauf verlassen? Wenn ich es Ihnen sage. Sie werden also nichts unternehmen, bevor meine Frau nicht außer Gefahr ist. Ich gebe Ihnen mein Wort. Danke. Wir können nichts tun als warten. Rudi ist weg. Wohin? Keine Ahnung, vielleicht zu den Gangstern. Ich bin ihm nach, aber er hat mich abgehängt. Christel, das Buch enthält eine Menge Rauschgift. Diese Männer sind offenbar Mitglieder einer großen Organisation. Rudi ist wahrscheinlich rauschgiftsüchtig und von ihnen abhängig. Er ist ihr Werkzeug. Rudi? Ich bitte Sie, geben Sie das Buch zurück, sonst bringen Sie ihn um. Sie haben doch meine Frau als Pfand. Ich weiß. Hier. Ich hab mich mit Ihnen arrangiert. Sie werden mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bleibe so lange bei Ihnen. Nein, Christel. Da rein, schnell. Da. Doc Temple. Wo ist das Buch? Hm? Sie bekommen es unterwegs. Was soll das? Ich möchte sicher sein, dass ich meine Frau zurückbekomme. Na gut. Hauen wir ab. Wer ist sie? Rudis Freundin. Sie macht sich Sorgen um ihn. Armes Kind. Bleiben Sie stehen, halten Sie zurück. Christel! Stehen bleiben. Kommen Sie. Die Schnur von meinem Rasierapparat. Setzen Sie sich. Ja gut, danke, bis gleich. Beobachten Sie den Wagen an der Convention Hall. Also, wohin wollten Sie mich bringen? Ich glaube, das ist nicht die richtige Art, Ihre Frau zurückzubekommen. Wenn ich spätestens in einer halben Stunde nicht zurück bin, ist sie tot. Und eine halbe Stunde ist bald rum, Temple. Aber vorher bringe ich Sie um. Das verspreche ich Ihnen. Auf der linken Seite wird er entsichert. Gut. Halt, nicht schießen! Also, wohin wollten Sie mich bringen? Nach Crammond. Crammond, das kleine Dorf am Meer? Genau. Wie wären wir da hingekommen? In meinem Auto. Es parkt bei der Convention Hall. Wo ist der Schlüssel? In meiner Manteltasche. Ja? Nein, 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 tut mir leid, Andrew, ich kann jetzt nicht reden. Aber ich glaube, ich habe den Boss der Organisation geschnappt. Oh. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, das muss ich allein schaffen, vielen Dank. Danke. Christel, passen Sie auf, dass er keinen Muxer macht. Nach etwa 15 Minuten rufen Sie Inspektor McPhail an und sagen ihm, wo ich bin. Ja. Gut, lassen Sie nicht aus den Augen. Campbell, die Kleine ist salemfähig. Das wusste Paul schon von Anfang an. Was machst du denn hier, Andrew? Guten Tag, Paul. Steve! Paul! Oh Gott sei Dank. Bist du verletzt? Gib mir jetzt das Buch, Paul. Ein Pech, dass wir Shani gefasst haben. Ja, das hat mir viele Unannehmlichkeiten bereitet. Aber dein Pech ist, dass du weißt, wer der richtige Boss ist. Ihr kommt hier nicht mehr raus. So weit wollte ich es nicht kommen lassen. Bleib hier! Wieder mal helfen Paul seine Handkantenschläge. Gratuliere, Temple. Haben Sie das Buch? Na ja, natürlich. Etwas verstruppelt und mit leicht schmerzender Kinnlade hat unser Engländer auch diesen Fall wieder gelöst. Danke fürs Dabeisein, danke für ein Like und bis zum nächsten Mal bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans.